Manchester City gegen Wigan Athletic, die Neuauflage des FA Cup Finals des vergangenen Jahres. Die Erinnerungen an dieses Spiel kommen bei Man City zwangsweise hoch. Die Citizens verloren damals mit 0:1. Die Voraussetzungen dieser Saison aber sind andere. Wigan ist mittlerweile in der zweiten englischen Liga angekommen. Man City als frischgebackener League Cup Sieger macht sich auf zu mehr. Etwa die europäische Krone im Fußball zu erobern. Das Rückspiel im Champions League Achtelfinale gegen den FC Barcelona ist schon in den Hinterköpfen der Spieler. No, we are just thinking. Nein, wir werden nur an dieses Spiel gegen Wigan denken. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel werden wird. Wigan spielt sehr gut und hat die vergangenen 5 Spiele alle gewonnen. Erst nach diesem Spiel werden wir uns über Barcelona Gedanken machen. We will just start thinking about Barcelona. Der Titelverteidiger hat einen Lauf. Coach Uwe Rösler wurde deshalb auch zum Trainer des Monats in der Championship gewählt. Es gibt nichts Besseres, als Spiele oder Titel zu gewinnen. Wir haben einen starken Monat hinter uns und wollen die Energie mitnehmen. Manchester City hat mit dem League Cup den ersten Titel gewonnen und ich denke, das hat City richtig hungrig gemacht. Das sind keine guten Nachrichten für uns. Mitte der 90er spielte Rösler selbst für die Citizens. Für den Deutschen wird es eine Rückkehr mit vielen Emotionen werden. 2003, als ich mich 2003 gerade von einer Krebserkrankung erholt hatte, lud mich Manchester zu einem Heimspiel ein. Ich kam noch einmal, um mich für die Unterstützung des Vereins und der Fans zu bedanken. Ein sehr emotionaler Moment. Jetzt, 11 Jahre später, bin ich als Trainer eines wundervollen Clubs wieder hier. Eine schöne Geschichte. Die Emotionen werden sicher hochkommen, aber ich bin professionell genug, um mich auf meinen Job zu konzentrieren. I'd be a very professional guy and I can focusing with a job in hand. Trotz allem, Man City wird auf Revanche aus sein, um den zweiten Titel binnen einer Woche einzufahren.